Hi und herzlich willkommen zurück zu Live im Bunker. Wir bekommen die Geschichte jetzt langsam wieder besser zum Laufen. Also das Müllproblem haben wir in den Griff bekommen, das Essensproblem bekommen wir jetzt so langsam in den Begriff, in Griff. Also wir haben zwei Aquarien jetzt hier. Wir haben das Bevölkerungsproblem, denke ich, im Griff. Also wir werden jetzt immer so zwischen 36, 30 Leutchen wahrscheinlich haben. Müssen nochmal überlegen, ob es sich lohnt, nochmal eine dritte Maschine zu bauen. Wobei die eine, ja doch, doch, doch. Mittlerweile halten sie doch recht gut. Wir werden jetzt das Müllproblem auch in den Griff bekommen. Abfall, Abfall. Ja, ein bisschen wieder gestiegen. Ich hoffe, also das Bevölkerungsproblem haben wir auf jeden Fall. Wir warten jetzt gerade auf die Baumaterialien, dass wir hier eine neue Recycling-Anlage bauen können. Mit zweien dürfte das eigentlich gut funktionieren. Wir bauen uns hier zur nächsten Erzlagerstätte. Der schläft hier sozusagen mitten im Raum. Und ja, so, jetzt machen wir mal wieder blaue Kacheln. Na, wir brauchen da nur einen. Ich glaube gar nicht. Wir setzen da nämlich noch eine Tür rein. So, jetzt ist der Hausmeister wieder gefragt. Also im Moment an Erdbeben, Erschütterungen haben wir echt genug. Das ist echt schlimm. Da müssen wir jetzt gleich nochmal, bevor wir. Ah, ich bin. Also langsam kriegen wir das hin. Ich hoffe, dass wir das so. Dass wir die nächsten. Jetzt nur noch 23 Zyklen überleben, damit wir wirklich wieder an die Erdoberfläche können. So, machen wir nochmal eine Tür rein. Perfekt. Müssen wir gleich noch Strom anschließen. So, da ist Strom. Bild ist noch der Gardener. Und wir haben schon wieder Forschungspunkte. Also bei For ich muss sagen, im Aspekt Forschung, ne? Ich denke, man ist relativ fix, hat man hier seine Sachen ausgeforscht. Wir gucken mal, großer Reaktor. Energieproblem haben wir im Moment nicht. Den Lift brauchen wir noch nicht. Genau, da haben wir alles gemacht. Da haben wir auch alles gemacht. Ich würde sagen, dass wir die Sachen jetzt hier noch ein bisschen erforschen. Genau, das auch noch. Wenn wir diesen Punkt hier weg haben, dann können wir das hier rüber gehen und dann machen wir den Reaktor und so weiter und so fort. Und wenn das alles läuft, habe ich ja gesagt, kriegen wir auch noch die zweite Etage hin. Hoffe ich doch mal. Wir müssen nur gucken, dass wir jetzt hier, ja, Richtung, dass wir die Bedürfnisse alles vernünftig haben. Aber man ist ja immer, immer, immer dran. Also das ist ja eine never-ending Story. So. 225 nur noch so ein bisschen, dann kriegen wir den zweiten Müllrecycler. 250 Beton, die haben wir schon gemacht. Dann machen wir dann noch mal ein Sauerstoff-Ding dazwischen. Ach so, oh, hier haben wir auch noch. Also Betonflächen haben wir jetzt eigentlich genug. Was war das? Wir gucken noch mal kurz. Also das mit den Viren, vielleicht brauchen wir eine zweite Krankenstation. Ich weiß es nicht. Also bis dahin ist noch keiner dran gestorben. Hier, Koch, Koch. Ach du Kacke, wir haben nur noch. Jetzt muss der Wissenschaftler mal eben Koch spielen. Dann funktioniert das eigentlich auch. So. Gardener. Dich brauchen wir noch auf jeden Fall als Gardener. Hausmeister haben wir 1, 2, 3, 5 vom Alter her. Ja, wir bräuchten noch einen vierten Hausmeister. Auch wenn wir noch Arbeiter brauchen könnten. Ja. Aber es geht im Moment, es geht, es geht, es geht, es geht, es geht. Wir haben es jetzt zusammen. Müllrecyclinganlage und ein großes Problem ist erstmal nicht mehr vorhanden. Würde ich mal so behaupten. Ja, also die nächsten Blupsis werden hoffentlich Arbeiter. Also da müssen wir mal ein bisschen schauen. Bist du Koch? Ja, du bist Koch. Weißes Koch. Okay. Gut. Wie sieht die Nahrung im Moment aus? 0, 4. Ah. Also gut. Das könnte alles besser laufen, aber
Der Fisch läuft jetzt, glaube ich, ganz gut. Und da haben wir noch jemanden. Ist alt geworden. Was warst du denn vorher? Das wäre schön zu sehen, was sie vorher war. Aber das ist leider nicht so der Fall. So, da steht noch, wie viele Zyklen wir haben. Oh, bald, 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 bald. Das will ich auf jeden Fall in diesem Let's Play nochmal erwarten. Nicht erwarten, aber darauf freue ich mich schon, wenn wir dann hoffentlich die Erdoberfläche wieder erreichen und das Ziel haben. So. Könnt ihr jetzt hier nochmal ein bisschen fertig arbeiten? Also, ganz schlecht hier. Schauen wir nochmal kurz. Lagerung, Lagerung, Lagerung. Was machen wir denn jetzt hier? Moment, Produktion war das, ne? Produktion, da. Abbaumaschine 100, okay. Dann müssen wir gucken, dass wir da ein bisschen. Sind wieder welche erwachsen geworden oder wieder alt? Wahrscheinlich alt. Gucken wir nochmal kurz, ob wir jetzt. Jetzt haben wir vier. Vier. Na, drei Wissenschaftler. Okay, das geht. Der wird in Rente gehen. Ah, da haben wir noch jemanden. Der muss jetzt erstmal. Die Janisa muss erstmal arbeiten. So, da machen wir nochmal einen Koch, oder? Und drei Köche. Zweite Kochstation könnte sich das lohnen, aber eigentlich nicht, ne? Machen wir nochmal Hausmeister. Na, Hausmeister haben wir auch viel. Muss jetzt auch erstmal eben arbeiten. Das werden wir sicherlich nochmal umändern. Auch hier. Beziehungsweise könnten sie jetzt eigentlich umändern. Hätten wir vierten. Das brauchen wir aber noch nicht. Da ist noch jemand, noch ein Koch. Heidewitzka, komm. Ja, Ingenieur. Entschuldigung. Ingenieur 9 und 5. Okay. 4. Jetzt kriegen wir auf einmal echt hier einige Forscher. Hey, neue Blupsis. So, damit das ruhig wieder in. Und alle klatschen. Das ist echt süß gemacht. So, und auf. Ach, der hat immer noch keinen Strom. Ich habe auch keinen Strom in Auftrag gegeben. Ey. So. Da wir da ein Sauerstoffding machen wollen noch, müssen wir das jetzt hier nochmal weiterbauen. Stimmt, die nächsten 100 wollte ich eigentlich. 55. Könnten wir jetzt schon bauen? Nein, könnten wir noch nicht. Nee, 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 müssen wir jetzt erstmal eben ein bisschen warten. Bei den Fehlern, ich meine, wir können Sachen auch wieder demontieren. Das haben wir mittlerweile auch raus. Aber so. Jetzt haben wir zwei Müllsachen. Das muss jetzt eigentlich ganz gut funktionieren. Schön gebaut. Schön alles abgebaut. Da hinten könnt ihr nochmal ein bisschen abbauen. Und dann könnt ihr hier eigentlich schon weiterbauen, ne? Also das ist. Machen wir mal hier ein bisschen weiter. Also Platz haben wir jetzt genug. Oh nein. Aber ich will ja jetzt hier drüben wieder irgendwie reinkommen. Und ihr braucht ja eh lang genug dafür, ne? So. Jetzt müssen wir noch mal eben warten, dass wir. Ach, wir haben sogar zwei Maschinen. Also eigentlich brauche ich nur, glaube ich, gar keine zwei Maschinen, oder? Also wenn der Strom knapp wird, können wir die eine abschalten. So, sind wir hier wieder alt geworden? Ja, wunderbar. Also Gardener würde ich sagen, kriegen wir noch mal ein. Da. Noch ein Arbeiter, Hausmeister. Vier Hausmeister im Moment. Das, so. Der Arbeiter, ja, da können wir dann noch. Drei Wissenschaftler für zwei Stationen. Ja, da können wir den jetzt zum Wissenschaftler nehmen. Oh nein, schon wieder einen Leck gebrochen. Dann gucken wir nochmal kurz bei der Forschung, ob wir nochmal was bei den Reparaturen oder irgendwie sowas haben. Mit der Erzraffinerie habe ich ja gesagt, das wollten wir jetzt nochmal erforschen. Sind wir fertig? Dann machen wir nochmal das Getreidefeld und Obstgebüsch, oder? Das haben wir alles. Der große Reaktor brauchen wir noch nicht. Den Lift. Schnelle Demontage, das können wir nochmal machen. Demontage. Naja,
Diamant. Nee, ich würd doch lieber gerne hier auf die Sachen gehen. So, jetzt haben wir die Sachen, dann sind die jetzt auch und dann passt. Dann können wir gleich nämlich unsere Küche. Eine zweite Küche bräuchten wir, denke ich, auch mal, wobei das geht eigentlich noch. Schneeblase. Ah, wir müssen auf jeden Fall Farmer irgendwie haben. So, jetzt haben wir 100. Entschuldigt mein Geräusper im Moment. Ich bin immer noch ein bisschen erkältet. So. Uah! Seht ihr das? Der Sauerstoff. Dass mir das keiner sagt? Doch, wahrscheinlich. Und ich habe das noch nicht gemerkt. Ach Gott, oh 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 Gott. Und jetzt habe ich gerade die Erzlagerstätte im. Oh, können wir das irgendwie da abbrechen? Gott, nee. Also, das ist jetzt echt etwas knapp. Ist irgendeiner kaputt? Der läuft, das läuft auch. Heidewitzka. Die laufen alle. Ah, das wird knapp. Das ist jetzt durch die no viel mehr Leute gekommen. Das, ja. Okay, aber in der Zeit können wir hier auf jeden Fall. Na, da müssen wir jetzt noch ein bisschen warten. Ich will erst die zweite Erzlagerstätte jetzt haben. Wobei die jetzt relativ. Ja. Ja. Aber wir haben es ja gleich, wir haben es gleich, wir haben es gleich, wir haben es gleich. Da ist fast fertig. Geht sofort in den Griff. Ach. Glück gehabt. Glück gehabt, Glück gehabt. Ah, ja. So, jetzt warten wir noch auf die zweite Erzlagerstätte und dann wird das hier jetzt rumgebaut. Dann baue ich hier nämlich nochmal. Wir brauchen auf jeden Fall irgendwie mehr Farmer, habe ich das Gefühl. Wir haben aber eigentlich recht viele schon. Weil ich meine, naja, die müssen sich jetzt auf vier Gerätschaften irgendwie betreuen. 0, 21, 22. Ah, okay. Gut. Also ich habe das Gefühl, das Essen reicht jetzt auch ein bisschen länger. Ja, die Bakterien, ich weiß jetzt nicht mehr, was ich da noch machen soll. Ah, Mist, jetzt bin ich rausge. Tappt! Schädel! So. 93. Gleich sind wir und gleich haben wir es. Gleich haben wir es, gleich haben wir es, gleich haben wir es. So, Abbaumaschine. Komm, noch zwei. Noch zwei, noch zwei. Hopp, hopp. Ah, ich finde es echt so toll, dass wir auf jeden Fall schon mal. So, gucken wir nochmal die Betriebsmittel an. Wasser geht jetzt auch wieder schon lange mehr. Aber es geht noch. Aber ich finde es echt toll, dass wir jetzt schon über die Hälfte durch haben. Deprimiert. So, noch jemand. Hausmeister oder Koch? Machen wir noch einen Koch raus. Damit immer jemand an der Kochstation steht. Euhanna war, glaube ich, vorher Köchin, ne? Habe ich. Ich habe das. So. Machen wir hier die Platten nochmal eben ein bisschen hier zu. Dann brauchen wir dringend Strom, sonst funktioniert das nämlich nicht. So. Sehr gut. Dann hat das Ding nämlich gleich Strom und wir können direkt. Dann haben wir nämlich erstmal da ein bisschen Ruhe. So, Strom, Müll müssen wir mal gucken.
Die Frage, brauchen wir das wirklich hier noch? Müssen wir mal beobachten, ob das weniger wird. Falls das weniger wird, können wir die irgendwann auch demontieren. Hier ist die, hier habe ich die Mauer. Hey, da machen wir eine Türe rein. Das Ding werden wir dann versetzen. Was ist denn da schon wieder passiert? Ist in die Toilette gerutscht und hat eine Prellung an der Stirn. Wie ist das denn? Wie kann das denn passieren? Mit dem Kopf in die Toilette gerutscht. Wunderbar. Yeah! So, sehr gut. Oh je, 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 je. Jetzt haben wir natürlich recht viele Leutchen hier. So, da machen wir mal zu. Dann sollt ihr das bitte noch abbauen, damit wir da. Nein, nein, nein. Damit wir hier das schön mit einer Mauer umgeben können. Da auch. Perfekt. So. Wir machen jetzt hier noch. Ah, passt. Wir brauchen hier auch keine Mauer mehr, ne? Ach, das lassen wir jetzt offen. Die kann nicht gebaut werden. Liebelein, seid fleißig und baut. Klappt das hier mit der Küche eigentlich jetzt besser? Ich gucke das immer gerne mal nach. Naja, naja, naja. So ein bisschen habe ich das Gefühl, wir könnten noch mehr Bauern gebrauchen. Also der Fisch, der. Ja. Ach, hier hinten ist auch noch Müll. 25. 43. Warum die hinten so kaputt ist, weiß ich auch nicht. Ach, es ist doch eigentlich immer jemand da. Da, es wird gerade ein Fertiggericht gekocht. Sei doch nicht so. So, jetzt haben wir ein bisschen gewartet. Wir müssen aber trotzdem immer wieder drei machen. So, die nächsten Forschungspunkte haben wir auch schon. Geht hier Schlag auf Schlag. Den will ich auf jeden Fall auch machen, falls wir dann doch noch mal was brauchen. Das machen wir jetzt einfach mal auch. So, und dann haben wir noch 19. Dann haben wir es auch. Also, ich glaube, das ist ganz gut getimt. Also mit den vier Ebenen, ich weiß nicht, ob wir sozusagen nach Ablauf der 50 Zyklen noch weiter bauen können, aber nach dem, naja, das wird sozusagen nicht unbedingt nötig sein. Schon wieder was kaputt gegangen, Vorratsbehälter. Ja, naja, wird dann repariert, hoffe ich doch mal und alles ist gut. So, wir haben neue Bewohner, ah, das ist so. Aber ich glaube, dieser Zyklus mit 3-3 ist schon mal ganz gut. So, Arbeiter haben wir hier noch. Ne, die Hausmeister. Ah, ne, da oben sind die Hausmeister. Okay, alles gut, alles gut, alles gut. Wir haben jetzt mittlerweile, wie viele Köche? 4. Na, du musst dann nochmal. Machen wir nochmal Ingenieur, du kannst warten. Okay. Wasser. Warte mal. Wir haben zu wenig Wasser. Betriebsmittel. Och, du Scheiße. Ach so. Ja. Weil irgendwas kaputt war, ne? Irgendwas war kaputt. Das Ding war kaputt. Bist du ein Ingenieur? Ja, Ingenieur kommt schon und macht das sauber. Macht das Ding. Jetzt können wir aber nochmal überlegen, ob wir wirklich nochmal Sauerstoffbehälter und Wasser hier noch hinbauen. Dann müssen wir uns da nämlich nicht mehr so die Sorgen machen. 113, ja. Noch jemand? Arbeiter? Bauer. Bauer, Bauer. Wir brauchen Bauer. Ganz wichtig, ganz wichtig. So. Das machen wir jetzt nochmal eben zu Ende hier. Nein, so. Quatsch. Dann ist hier alles gut. Dann wird da schön abgebaut. Und dann passt das. Uiuiui. Arbeiter, Arbeiter. Machen wir mal Arbeiter.
Ja, ich habe das Gefühl, langsam bräuchten wir auch noch mal wieder viel, viel mehr Betriebsmittel, aber gucken wir mal. So. Moment. Die haben wir jetzt noch nicht gebaut, aber dann können wir die gleich bauen und so direkt. Gut. So, Betriebsmittel wollte ich jetzt eigentlich schauen. Ja, Wasser und Sauerstoff, da müssen wir wirklich jetzt noch mal was dran tun. Ich hoffe, das reicht jetzt. Warte mal, Wasser. Wir bauen noch mal eine zweite Wasserpumpe. 250. Eine Wasserpumpe ist teuer. Eine Wasserpumpe ist echt teuer. Müssen mal gucken, was wir vielleicht abschalten könnten. Luftreiniger oder Wasser, aber ich glaube eher eine Wasserpumpe, weil der Luftreiniger braucht nämlich schon wieder Wasser. Ach Gott, so. Tada, Bauer. So. Sehr fein, Müllproblem haben wir, glaube ich, im Moment auch nicht mehr. Wir gucken das mal nach. 43, 20, schön wird. Das wird langsam weggearbeitet. Das ist wunderbar. Das ist wirklich wunderbar. So, da gucken wir mal hier 14, hier 0. Ja, so langsam, so langsam, so langsam. 25, ja. Naja, wir sind ja auch immer mehr Leute, ne? Also das darf man nicht vergessen. So. Ich würde sagen, bevor wir das hier zumachen und so weiter, warten wir jetzt noch ein wenig. Den werde ich wahrscheinlich abmontieren und dann hier hinsetzen. So können wir hier nämlich eine Türe reinsetzen und hier durchlaufen. Das verkürzt das alles. Und das machen wir aber erst, wenn wir die Wasserpumpe haben, würde ich sagen. Da müssen wir jetzt noch ein bisschen warten, sind wir fast dran. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen und bleibt dabei. Wir haben nur noch 20 Zyklen. Was heißt nur noch? Aber ich bin echt begeistert. Wir haben über die Hälfte schon geschafft. Und im Moment sieht es gut aus, die 50 Zyklen zu erreichen, sodass wir wieder an die Oberfläche können. Ich bin gespannt, was dann passiert. Ah, oh, schon wieder. Ja, das müssen wir gleich zumachen. Das müssen wir gleich zumachen. Ansonsten. Ah, stopp, 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 stopp. Da müssen wir vielleicht. Das machen wir nächste Pause. Das, nicht Pause, das machen wir nächste Folge. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Lasst Feedback da, gerne einen Daumen hoch. Schaut beim nächsten Mal wieder rein. Mich würde es freuen. Bis dahin und ciao, ciao.